So, hallo, wir machen weiter bei Infernum. Heißt der Level, der Hack, der Spiel so? Letztes Mal haben wir mit Schattenspielen zu kämpfen gehabt und haben die leider nicht geschafft. Da müsste ich mal Sariel fragen, wie da der Schluss geht. Ob ich irgendwas falsch gemacht habe oder ob hier irgendwas nicht passt. Ich weiß es nicht. Naja, wir machen weiter mit Arcana. Vielleicht geht zumindest dieses Level für uns. Ich meine, den Vulkan haben wir ja geschafft. Also, da war. Oh, das. Oh, okay, das Level kenne ich. Also, nicht das Level, aber das Konzept hatte er ja schon in seiner Demo. Jetzt hat er ja die Level scheinbar kürzer gemacht. Oh Gott, na. Ach, das geht weit. Ach, das war so ein Ding. I remember. Ich hoffe, es ist kürzer, aber es sollte. Er hat ja gemeint, sie sind jetzt kürzer. Davon bin ich auch nicht so der Fan, aber das ist zumindest. Da dürfte jetzt nichts irgendwie dazu führen, dass ich nicht weiß, was ich tun muss. Ich dürfte einfach nur zu schlecht dafür sein. Das kann passieren. Ach, komm schon. Ach, genau das meine ich. So. Ah, ich muss mich mit dem durchdrücken. Wir haben ihn halbiert. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht halbieren. Jetzt ist er wieder weg. So. Schisch. Okay. Das ist nicht, was ich sollte. Das war auch nicht, was ich wollte. So, wie muss ich die schießen, dass die da unten jetzt. So nicht. Vielleicht gibt es noch eine Stelle, an der ich nicht sofort weiß, was ich tun muss. Wie löse ich dieses Ding da aus? Ich meine, da ist safe irgendwas drin, womit ich in die Tür kann. Vielleicht ein Yoshi. Yoshi würde Sinn ergeben. Aber dann sieht es fast aus, als würde mir hier irgendwas fehlen. Perfekt. Weil ich kann. Wie. Ich bräuchte hier zwei Shells. Ich bräuchte eine, die da unten drin ist irgendwie und eine, die dann da den Block auslöst. Weil so ist, nützt mir das ja gar nichts. Hä, was, wie soll ich denn. Hä? Okay, wir starten das Level nochmal neu, glaube ich. Oh, ich muss den. Oh mein Gott, ich muss die ganze Zeit den Goomba eskortieren. Ups. Oh. Jetzt ergibt alles Sinn. Das ist dieser Moment, wo man ein Sariel-Hack spielt und realisiert, dass man viel mehr machen muss, als man eigentlich dachte. Ich muss normal springen. Aber ich muss halt so, dass ich den nicht. Oh mein Gott. Ja, so war gut. So nicht.
So war gut. Okay, jetzt ganz schnell. Ne, nicht zu schnell. Okay, ein bisschen warten. Ich habe Zeit. Immer noch zu schnell. Was? Also, wie halte ich den denn da drin? Ach, der darf gar nicht rausfallen wahrscheinlich. Ah, okay, sobald der einmal die Dings verliert. Okay, der muss immer an der Wand bleiben. Das macht Spaß. Okay, er ist noch am Start. Nein! Da war ich zu schnell. Okay. Jetzt haben wir es. Jo, das habe ich überhaupt... Nein! Nein! Jetzt... Wait, wieso ist jetzt... Hä? Wieso haut der einmal ab und einmal nicht? Ich dachte nur, wenn ich den Block auslöse... Okay. Now we got it. Yo! Das war wild. So, gib mir Yoshi. Ah, okay, ein Schlüssel ist auch in Ordnung. Alter! So war das aber, glaube ich, das war irgendwie anders damals. Also, das hat er wirklich verändert. Aber das hier kenne ich auch noch, so von der Art her. Ja, jetzt ist nämlich schon wieder zu kalt. Jetzt ist es wieder zu spät. Aber ist ja egal, wir können ja. Ah, stimmt, jetzt sind links und rechts die Dinger. Und war da nicht auch irgendeine Art. Weil. Oh Gott, ja, jetzt wechselt das hin. Oh, nee. Ich erinnere mich. Dass solange das da drin ist, ist das da drin. Jetzt muss ich irgendwie mit dem Ding so rumspielen. Das ist schon wieder kacke. Oh, ach nee, ich könnte das Wasser selber rein. Ich glaube, ich muss da einfach schnell hoch, ne? Ja. Okay. Ah, ich muss jetzt die Plattform nach oben bewegen. Nein, das war zu weit. Ja, so, irgendwie so. Nicht so weit. Aber ich kann das auch nur so. So ein Stückchen kann ich das. Oh, das sieht gut aus. Nee. Ah, hey, ich dachte, jetzt geht die hoch. Jetzt geht sie hoch, okay. Muss ich da jetzt den Dings benutzen? Yo! Au.
Ja, das ist jetzt schlecht. Ich muss den oberen zum Schluss mitnehmen. Ich muss jetzt die Plattform nach oben bewegen. Ja. Und den oberen zum Schluss. Sonst komme ich nicht mehr drüber. Okay, perfekt. Schön nach oben. Gut. Und dann darüber. Aber dann wahrscheinlich hier runter. Weil hier komme ich nicht hin. Hm. Oder? Ne, ich glaube, das reicht nicht. Ne, ich glaube, da muss ich erst... Ah, da brauche ich den Kollegen wahrscheinlich dafür. Ja. Got it. Und jetzt kann ich mit dem hier hoch. Eieieiei, so. Und jetzt hier schnell durch. Jetzt hätte da wahrscheinlich schon längst wieder irgendwas passieren müssen. Ich sehe doch da die grünen Münzen. Ja, und hier müsste ich jetzt eigentlich... Ja, die müssen jetzt eigentlich weg sein. Okay, diese Disco-Shell da unten... Die wollen wir jetzt eskortieren. Noch ein Stück? Nee. Oh, oder mit der anderen. Ja, mit der. Mit dem linken Wasserding. Hat es getroffen? Nee. Ich weiß leider auch gar nicht, was es treffen soll, aber... Ich glaube, ich bin zu schnell. Was immer ich treffen soll, ich treffe es nicht. Die geht aber auch nicht genau die grünen Münzen entlang. Also die müsste eigentlich noch ein bisschen höher, ne? Glaube ich. Das sah gut aus. Eine Zeit lang. Ich glaube, die lebt noch. Nee. Also, so war dämlich. Oder doch mit dem, weil da steht ja R, also keine Ahnung. Aber ist das nicht R? Oh, was ist jetzt wieder R und was ist L? Oh, das geht, doch, das geht auch, da wird er auch da reinrutschen. Wo bin ich nochmal mit dem? Aber so höre ich die ja sogar noch. Die ist da und die ist da unten sogar noch. Also irgendwas hat die noch gemacht. Was soll die da unten vielleicht sogar sein?
Aber es bringt ja nichts. Ich meine, dann segelt die da unten lang. Jetzt killt er den wieder. Ja. Also die fährt da unten lang, aber ich weiß gar nicht, was die auslöst. Ich weiß halt nicht, was die auslösen soll. Da ist wahrscheinlich irgendeine Lücke, wo die reinfahren muss oder so. Aber ich denke, das ist die richtige Kameraperspektive. Aber ich treffe halt nicht, was immer ich treffen soll, ich treffe es nicht. Es sieht immer irgendwie gut aus, aber irgendwie passiert dann halt nichts. Aber wahrscheinlich muss die wirklich genau in den Münzenreihen bleiben. Aber das geht, die kann gar nicht in der Münzenreihe bleiben. Die verliert automatisch immer an Höhe. Soll ich den Cooper darüber eskortieren und gar nicht die... Oh! Ich glaube, der Cooper soll darüber und nicht die Shell. Lebt er noch? Ich glaube, der Cooper soll darüber und nicht die Shell, weil der ist langsamer. Dein Ernst. Nein! Ich weiß zwar nicht, was der Cooper dann alleine da drüben soll. Ich meine, der kann dann auch... Der kann dann da in die grüne Shell wahrscheinlich irgendwie reinlaufen oder so, aber... Hm. Guck mal! Wenn ich den irgendwie dann wieder herkriegen würde... Aber der, ich glaube, der geht erst recht nicht da. Der fällt doch noch schneller runter. Ich glaube schon, dass das die Shell sein muss. Problem ist, ich sehe halt da unten nicht, was da los ist und was sie genau machen soll. Ach, guck mal, ich versuche den ja schon so runter zu eskortieren. Aber es nützt, es reicht halt nicht. Also... Irgendwas geht da. Ich weiß halt nicht, was passieren soll. Ich sehe halt nichts. Ich bin verwirrt. Muss der... Warte mal. Brauche ich vielleicht den anderen Typen noch? Dass das alles zusammengehört. Ja, shit. Kill me. Nochmal. Also, das passt ganz gut. Ja, der Anfang hier ist geschenkt. Dann geht hier das Ding hoch. Und wenn ich jetzt muss ich den vielleicht irgendwie behalten. Wo fährt der denn so hin? Ah, ich muss die Dings... Jetzt habe ich das erst verstanden. Na, das war gut. Den brauchen wir noch. So. Wo zieht der denn hin? Ach, der bleibt da drin. Nee, also mit dem hat es nichts mehr zu tun. Shit.
Warte, hat es einen Grund, dass hier die Dinger sind? Muss der Pilz da runter? Aber es ergibt ja auch keinen Sinn. Was soll der Pilz da unten? Muss ich vielleicht hier schon den hier machen? Dass der schon so ein bisschen sich ans Wasser gewöhnen kann. LOL! Im Wasser geht er nicht so hoch. Ja gut, das ergibt auch wieder Sinn. Aber ich sehe halt nicht, ich muss jetzt nochmal, ich kann ja nochmal so gucken, was da unten jetzt los ist. Okay, ich hab's gewaked. Aber nur so ein bisschen, weil ich brauche die Shell, glaube ich, oder? Aber jetzt sehen wir, was los ist. Der soll in die Lücke, genau das soll der. Der soll in dieser Lücke landen, okay. Okay, der soll in dieser Lücke landen. Aber ich glaube, das ist jetzt ein Break gewesen. Ich glaube, der... Kann ich aus dem... Ja, hier brauche ich jetzt nämlich Dings. Was soll ich da oben? Wozu kann ich da hoch? Ha! Okay, also wir müssen die Shell einfach wirklich so rüberbringen, dass die nicht zu schnell an Höhe verliert. Das ist eigentlich alles. Die verliert zu schnell an Höhe. Ich schwanke mal zwischen schnell, schnell. Aber dann... Es sieht immer so gut aus, aber dann passiert nichts. Wie kriege ich denn die Lücke? Das ging doch irgendwie. Wieso bin ich denn jetzt so dumm? Das ging doch irgendwie. Das habe ich doch bestimmt schon mal gemacht. Ich meine, das Level ist ja nicht komplett neu. Gab es da irgendeinen Trick, dass der die Disco Shell so deutlich langsamer. Ach, scheiße. Deutlich langsamer bewegt hat. Ja, ich check noch nicht so ganz. Hm.
Was die Dinger hier oben sollen? Warum sind die durchlässig? Kann ich da irgendwas manövrieren, manipulieren? Den Teil begreife ich auch noch nicht. Das passt nicht, er löst die Shell nicht aus. Er fällt zu schnell, aber das kann ich auch nicht verhindern. Bruder, wenn ich wüsste, wie knapp das ist, wenn ich das mal sehen könnte. Irgendwann muss halt einfach die Shell aufploppen. Ich weiß nicht. Ich habe die Stelle safe schon mal in seiner... Mann! Was mache ich denn falsch? Ich check's nicht. Der löst es nicht aus, also bin ich zu langsam oder weiß ich nicht. Die Shell muss halt wirklich, die darf nicht einmal aus dem Wasser rausfallen. So auch nicht. Alter, das ist auch wieder so Trial and Error. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber da steht ja nochmal R und R. So als ob ich da ständig R und R drücken müsste, selbst wenn die dann unten ist. Hä? Lol. Ach so. Ich musste die aus dem Wasser erst wieder rauslassen, sonst wären die da drin. Oh. Und was soll jetzt das hier? Also, wozu ist jetzt der Quatsch hier da? Jetzt muss ich den irgendwie hier runterziehen noch. Ach so, der muss... Ah, ich check's. Der muss hoch genug. Und ich muss mit dem mit hoch. Die Shell kann ich schon mal hier ablegen. Ja, das sieht gut aus. Nein! Ja! Perfekt. Jetzt muss der da hoch. Und jetzt muss er runterfallen. Ja, so nicht. Und dann macht's zack! Ups. Ja, so kenne ich das. Das kannte ich schon. Also. Aber das mit der Shell, ich hätte nochmal auf die Buchstaben schauen sollen. Scheiße.
Ich hab's halt nicht verstanden, warum ich da noch mal R drücken muss. Das muss ich machen, dass die da rauskommt aus dem Ding. Oh Mann. Na gut, wir gucken ganz kurz in das nächste Level rein und dann höre ich auch schon auf mit der Aufnahme. Das hat jetzt doch alles... Gott. Ah, das ist der, das Conan-Exit-Ding. Die Conan-Exit-Tür, die wollen wir gar nicht nutzen. Gott, es scrollt. Muss das scrollen, Scariel? Muss das scrollen? Oh mein Gott. Das ist bestimmt aber wieder nur halb so schlimm, wie es aussieht. Muss ich mir jetzt einfach einreden. Der Vulkan hat es ja auch geholfen. Weiß mir da nicht eingeredet. Aber oh, wait, ich muss hier den hier machen. Nee, das ist auch schlecht. Ah, nee, ist richtig. Oh mein Gott, das war richtig. Es war einfach richtig. Yo, man könnte meinen, wir spielen einen Kaiser-Hack. Oha, meine Taste. Welche Taste wird diesmal als erstes bei der Tastatur den Abflug machen? Ist es das X? Wir werden sehen. Bitte gar keine Taste, weil... Ich glaube, die Tastatur wäre nicht so geil, wenn da was rausfliegt. Oh! Ah, ich muss über den so drüber und dann... Ah. Kann ja auch ein bisschen warten eigentlich noch. Ja, so ist gut. So ist gut. Na, Mann! Ich hab's doch jetzt. Oh. Es sind schon wieder diese Momente, wenn ich 50.000 Mal die gleiche Stelle spielen muss, was mich... Oh. Und immer den gleichen Fehler mache. Das ist was, wo wieder hier... Ne, wisst ihr schon. Wo ich dann wieder so ganz leicht dazu... Oh, es wäre so viel besser, wenn Sari dabei wäre. Der würde mich beruhigen. Ich brauche meine Dosis Sariel. Die mich auf den... Ich schreie hier gleich. Mann, ich hatte es doch! Jetzt habe ich ein State an der Stelle. Du kannst mich mal, du Stelle. Ich hab ein State hier. Was willst du tun? Hier. F an die Stelle. Oh, der geht hoch, ne? Okay, also ich muss... Ich muss hier drauf und dann muss ich... Dann muss ich da runter. Okay, und jetzt ist alles cool. Jetzt rollt er hier weiter. Okay, alles cool. Und jetzt gehen wir da weiter. Ey, ich will mich hier nicht versafe-staten, ne? Jetzt muss ich irgendwie... Ach so, ja gut, verstehe. Wobei, wozu brauche ich denn da den zweiten? Den brauche ich doch gar nicht. Vielleicht brauche ich den später noch. Ich versuche den mal am Leben zu lassen. Ja. Und dann? Hä? Was? Ah, doch, verstanden. Der muss erst ganz weit laufen und dann muss ich erst über die Dings und dann muss der da unten durchlaufen. Doch, gecheckt. Und dann machen wir nämlich hier einen Sprung weiter rüber. Okay.
Jetzt ist auch klar, warum es scrollt, weil sonst würde die Hälfte hier überhaupt nicht funktionieren. Na, das muss ja genau passen, dass ich da runterkomme. Okay. Midway Point. Nice. Okay, ich kann gleich runter. Weiß aber nicht, ob das so gut ist. Wobei, die Mitte ist ja diesmal... Ja, die Mitte ist safe. Ich kann gleich runter. Passt, passt, passt. Ich muss da hoch. Ach, ich diesmal geht das Ding eh nicht hoch. Okay. Okay, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, da kommen wir hin. Passt soweit alles. Bis auf den Anfang ist das Level echt schön. Das war dieser Anfang, diese ganz komische Stelle, die mich gleich wieder so wuschig gemacht hat. Weil ich kann das nicht beschreiben. Das ist was, das sind so Stellen. Ich habe echt schon wieder meinen Blutdruck hier gespürt. So, jetzt sind da zwei, okay. Drei. Ah, da kommen immer wieder welche nach, okay. Dann kann ich das ja in ganz... Nein, der Safe, scheiße. Ich wollte rewinden. Okay, der könnte passen. Ja, der passt. Aus dem kann ich mich retten. Ah, ich wollte gerade sagen, irgendwas fällt doch hier gleich runter. Und dem war es so. Eine angenehme Disco-Shell. So, der Safe ist okay. Muss ich die kaputt machen oder muss ich die behalten? Nee, die nützt mir gar nichts. Okay. Die ist einfach nur zum Ärgern da. Gut. Jetzt muss ich da rum. Okay, perfekt. Und wohin jetzt? Ah, shit. Man sieht es noch nicht. Oh, das war zu bald wahrscheinlich. Ah, ich glaube, ich bin da zu bald gewesen. Die Frage ist, kann ich da stehen bleiben? Müsste eigentlich gehen, oder? Yes! Vielleicht muss ich das sogar, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich hätte es einfach besser timen können. Den Mond nehmen wir mit. Den Mond nehmen wir diesmal mit. Weil er sehr einfach ist zu holen. So, kann ich hier gleich wieder weiter? Hi. Ich brauche dich nicht. Nee, ich brauche dich nicht. Alles gut. Da hat es mich irgendwie ganz nach weit nach rechts gedrückt. Hä? Oh nee, ich brauche ihn doch, oder was? Ja, aber wie soll ich denn den... Hä? Darüber, Hilfe? Ja, ich brauche den. Okay. Dann hätte ich ihn nicht... Ah, ich darf ihn nicht... Okay, ich darf ihn nicht anspringen. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ja. Jetzt hüpft er wieder rüber. Und jetzt hüpft er da hoch, wo ich ihn brauche. Es wäre jetzt auch komisch gewesen, wenn Sariel so ein Viech hier hinsetzt. Und dann braucht man den... Braucht man... Ne? Okay, alles gut. Nein, alles ist nicht alles gut. Ich hoffe, das reicht noch. Mal gucken. Jetzt geht's wieder auf. Passt, passt, passt. Haben wir. Da habe ich gerade kurz gedacht, ich nehme nicht auf, aber es ist die Live-Anzeige gewesen, die auf 0 steht. Ich habe nicht gestreamt, das ist richtig, aber ich nehme auf. 38 Minuten, okay. Gut, dann haben wir zumindest 2 Level in dem Part geschafft. Und ich habe, ja. Oh, schnell, 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 da muss ich schnell drauf. Und da kommt jetzt das Tetris-Level. Seht ihr den Übergang? Oh, shit. Das ist anders gedacht, okay. Das sind so Tetris-Steine und die haben wir schon gesehen in der Oberwelt. In der Oberwelt haben wir die Tetris-Steine schon gesehen. Das ist cool gemacht. So, jetzt bin ich safe. Oben rechts. Da, seht ihr das? Tetris-Level. Oh, das heißt sogar Tetris. Komm, da gucken wir noch schnell rein. Nur mal kurz gucken. Was hat er sich da ausgedacht? Das ist der Conan-Ausgang.
What? Ah! Haben wir das nicht sogar auch? Ist das nicht sogar auch eines der Level, die man schon mal von ihm gesehen hatte in der Demo? Ich glaube ja. Doch, 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 das sagt mir was. Hm. Ich erinnere mich. Okay, das gibt's beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss, Sikowski.